Solingen, der Mord an 5 Türkinnen, 2 Frauen, 3 Mädchen, ist der bisher grauenvollste Höhepunkt der wieder aktuell gewordenen Pogrome. Seit dem vergangenen Jahr verübten Deutsche aus rassistischen Motiven 25 Morde. Brandstiftung, Überfälle, Drohungen von Skinheads und Neofaschisten wurden 6.336 Mal registriert. Je brutaler die Anschläge werden, desto mehr rücken Gülnür und andere türkische Frauen zusammen. Im Zentrum für Deutschunterricht und Alphabetisierung geht es nur noch um ein Thema. Trennendes verschwindet, denn jede ist betroffen. Bir tatsızlık gitti ortalığa. İnsan birbirinden bir soğunluklar gördü. Nach diesen Mord- und Brandanschlägen hat sich vieles geändert. Es gibt eine Kälte zwischen uns und den Einheimischen. Da ist irgendwie eine Mauer entstanden. Dabei sind wir doch alle Menschen. Ich selber habe Angst. Ich habe Angst, wenn ich nach draußen gehe. Angst, wenn ich irgendwo alleine hingehe. Sie haben Frauen und Kinder ermordet. Wir finden, dass die Deutschen sehr gute Menschen sind, dass sie nicht alle schlecht sind und wir dürfen nicht verallgemeinern. Aber nach diesen Anschlägen fühlen wir uns unsicher und wir denken immer, dass uns jetzt alle Deutschen angreifen werden. Man redet nur noch und man weiß überhaupt nicht, was man machen soll. Weil man ist irgendwo hilflos. Man kriegt überhaupt nirgends von, ob das jetzt die Politiker sind, von nirgends eine Unterstützung. Ne? Unsere türkischen Mitbürger in der Bundesrepublik bitte ich um Verantwortung. Was können wir machen? Die Politiker tun gar nichts. Uns bleibt nichts übrig. Wir müssen zurückkehren. Bevor wir hier im Ofen verbrannt werden, gehen wir lieber trotz aller Probleme in die Türkei zurück. In der Türkei, sagt Gülnur, ist ihr Herz zu Hause, die Musik, die warmherzigen Menschen. Trotzdem kann sie 23 Jahre Deutschland, fast ihre gesamte Vergangenheit, nicht einfach abstreifen. Gülnur lebt hin und her gerissen. Ihre älteren Freundinnen haben längst entschieden. Ich gehe in Türkei, Türkei auch, ich bin fremd. Mein Land auch da, ich bin Türken, aber ich Türkei gehe in Türkei auch fremd mir. Ich bin 22 Jahre hier. Ich schaffe nicht mehr Türkei. Ich will nicht zurück nach 21 Jahren, auch wenn ich weiß, dass ich sterben muss. Ich bleibe hier. Dieses Land ist ein Teil von mir geworden. Deutschland ist meine Heimat. Nach diesen Mordanschlägen finde ich, dass die Probleme in diesem Land gelöst werden müssen, nicht in der Türkei. Wenn wir zurückgehen, das finde ich keine Lösung. Wir müssen hier etwas unternehmen gegen die Neonazis. Evrim, Gülnurs 13 Monate alte Tochter, ist der wichtigste Grund. Sie soll hier aufwachsen, behütet, sicher. Mütter beschützen ihre Kinder, das ist so, in jedem Land. Wie schützt man seine Kinder vor Brandanschlägen? Gülnur hat keine Albträume, aber eine Freundin träumte, ihr Haus gehe in Flammen auf. Ich bin Kurdin und als Asylantin anerkannt. In meiner Heimat werden Kurden ermordet. Hier werden Kinder durch diese Anschläge ermordet. Das finde ich grauenvoll. Ich habe keine Angst. Ich werde versuchen, mich und meine Kinder zu schützen. Natürlich müssen wir uns schützen und wir müssen uns auch gegen solche Leute wehren. Wir müssen etwas unternehmen und wir müssen uns auch bewaffnen, damit wir uns sicher fühlen in dieser Gesellschaft. Ich bin ja nachdenklich geworden und ich habe auch festgestellt, dass wir Ausländer politisch überhaupt nicht so unternehmen, dass wir um unsere Rechte überhaupt nicht kämpfen. Wir arbeiten hier, wir bezahlen Steuern und wir lassen uns 30 Jahre lang als Gastarbeiter benennen. Und ich bin hier kein Gast. Was können die verlieren, wenn die uns eine deutsche doppelte Staatsangehörigkeit abgeben? Ne? Demütigungen haben Gülne und die anderen viel zu lange erduldet. Höchste Zeit, so sagen sie, ihre Rechte einzuklagen. Bei uns im Studio Yildiz Deniz, in der Türkei geboren. Wie lange sind Sie schon in der Bundesrepublik? Ich lebe seit 26 Jahren hier. Was ist denn Ihre Heimat, die Türkei oder Deutschland? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine Heimat ist hier.
ich habe das Glück, ich glaube, das haben wenige, zwei Heimate haben zu können. Also wenn ich wie jetzt vor zwei Wochen da war, dann das ist ein Ort, an dem ich mich wohlfühle, den ich kenne, wo ich mir nicht fremd vorkomme. Und hier, denke ich, ist es auch meine Heimat. Wenn ich den Dom sehe, dann bin ich, denke ich, so eher ein Lokalpatriot. Also ich bin Kölnerin. Sie waren jetzt in der Türkei. Können Sie nur so ganz kurz schildern, was Ihnen da an Atmosphärischem begegnet ist? Das war zwei Tage nach Solingen, als ich fuhr. Und die Menschen da sind aufgewühlt auch, sie sind entsetzt. Also einerseits wurde ich auch gefragt, warum lebst du da eigentlich? Warum kommst du nicht hierhin, wo du ja auch durchaus leben kannst? Und was ich sehr bitter fand, war auch, dass sie dann wiederum sagten, ja, die Deutschen, die sind so. Also bei den Deutschen ist das drin. Die Deutschen haben eigentlich das so in ihrer Erziehung und in ihrem Wesen drin. Und, sehen Sie das nicht so? Ich sehe das nicht so. Ich denke, das ist ein ziemliches, also es ist ein Produkt von einer Politik, von einer Strategie auch, die gefahren wurde seit ungefähr 3-4 Jahren, die ja begann mit der Asyldebatte, mit den ersten Überfällen und die also dieser Politik ist nicht Einhalt geboten worden. Eigentlich ist das, was jetzt passiert, denke ich, ein Endprodukt von dieser Politik, die ja darauf auch abgezielt hat, das zum Thema zu machen. Der Herr Rühe hat ja daraus eigentlich kein Geheimnis gemacht. Sie haben im Mai jetzt einen Verein gegründet, der heißt 8%. Das heißt, der Anteil der ausländischen Bevölkerung hier in der Bundesrepublik, das sind die 8%. Sie haben auch einen Forderungskatalog. Sagen Sie uns zu dem Verein was? Der Verein hat sich gegründet aus unserem Wissen heraus, dass wir eigentlich wirklich gesagt haben, jetzt reicht es, dass wir immer für Versäumnisse der deutschen Politik herhalten müssen. Wir wollen uns jetzt eine Plattform schaffen, wo wir selber zu Wort kommen. Also wo wir nicht als Ausländer eine Alibi-Funktion erfüllen oder jetzt als Exoten vorgeführt werden oder als Anhängsel, sondern jetzt reden wir. Also wir wollen unser eigenes Anliegen auch selbst zur Sprache bringen. Hilft denn die doppelte Staatsbürgerschaft was? Ich denke, sie ist zur eigenen Absicherung wichtig. Zum anderen ist es natürlich so, dass die doppelte Staatsbürgerschaft schon längst Fakt ist. Also für einen Türken oder eine Türkin ist es so, wenn ich den deutschen Pass habe, kann ich hingehen und auch die türkische beantragen, weil der türkische Staat das auch forciert und die machen das auch. Also eigentlich ist die doppelte Staatsbürgerschaft für Türken zumindest schon längst ein Faktum. Es fehlt eigentlich nur noch die Legalisierung. Und ich denke schon, dass das dabei hilft, sich selber entscheiden zu können, was man eigentlich tun möchte, ohne immer so gedrängt zu werden, diese Ausschließlichkeit, wenn man Deutscher ist, dann ganz oder gar nicht. Da ist eine sehr starke Ausschließlichkeit hinter. Sie fordern ja auch ein Antidiskriminierungsgesetz. Genau, also wir denken, es ist wichtig auch zu untersuchen, wo überall werden Ausländer diskriminiert. Dass es eine Instanz gibt, die sagt, ob das Politik, Medien oder gesellschaftliche Bereiche sind, da werden Ausländer diskriminiert. Da gibt es ganz verstärkte Vorurteile und die dann sich einsetzt für die Rechte von Ausländern. Ohne dass sie zum Beispiel angerufen werden muss, das gibt es ja in anderen Ländern, in Schweden, dass man hingeht und zum Beispiel Schulbücher untersucht, wie werden eigentlich Vorurteile reproduziert. Oder dass man auch, wenn zum Beispiel politisch so eine Strategie gefahren wird, auch ganz einfach so jemanden auch nochmal maßregeln kann, was ja derzeit nicht passiert. Nur noch zum Schluss ganz kurz, Frauen sind immer die Opfer. Ist das für Sie, liegt die Erklärung auch ein bisschen in der türkischen Kultur? Das heißt, dass die Frauen da eine andere Position haben als möglicherweise Deutsche? Oder ist das generell, dass Frauen die Schwächeren sind? Ich denke, bei den türkischen Frauen spiegelt sich das wieder, was in der deutschen Gesellschaft bezüglich Frauen ja auch passiert. Also hier geht also die Gewalt gegen Frauen ja auch von Männern aus oder von staatlichen Stellen. Sind auch deutsche Frauen eben hauptsächlich betroffen und das spiegelt sich bei den ausländischen Frauen natürlich wieder, dass sie am stärksten von dieser Form des Rassismus, in dem Fall von den Morden auch bedroht und auch tatsächlich ermordet worden sind. Ich wünsche Ihnen für Ihren Verein 8% viel Erfolg. Danke. Ich glaube, den brauchen Sie. Danke. Wenn Heimat gleich zu Hause ist, dann sind Sie heimatlos, die Nichtsesshaften in Deutschland, wobei immer mehr Frauen jetzt inzwischen auf der Straße sitzen. Die neue Armut heißt das dann. Ihnen ist die gesellschaftliche Integration genommen, die Würde vielleicht, die Perspektive und die Heimat. Mitten im Herzen der Städte sieht man sie, die Menschen ohne Obdach. Wie viele es sind, ist nicht bekannt, aber in Zeiten der Wirtschaftskrise, der Wohnungsnot und des Sozialabbaus steht fest,
Es werden immer mehr, die auf der Straße landen. Und auch immer mehr Frauen. Es sind Verirrte, Gestrandete, aus der Bahn geworfene, die die Regeln unserer Leistungsgesellschaft nicht mehr beherrschen. Ihre Probleme, Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Verlust der Familie und fast immer Alkohol. Ihnen allen bleibt nur eine Heimat, die Straße. Ich bin Ilse Hussmann. Ich liege seit Februar vor einem Jahr auf der Straße, habe keine Wohnung. Wir schlafen am Museum, hin und wieder unten am Bahnhof. Im Winter haben wir unten in der U-Bahn geschlafen. Und voriges Jahr waren wir auch unten in der Tiefgarage. Da war es warm, aber die Abgase von den Autos, ne, da war der morgens elend. Wir waren froh, wie der Winter dann vorbei war. Ne? Mache dein Wohnzimmer sauber. Mein Wohnzimmer, das gehen wir weg. So, jetzt ist es Ruhe. Morgen, alles da? Ja. Und der Klaus? Der ist auf dem Sozialamt. Renate kenne ich schon einige Jahre. Ne? Da hatten wir aber noch eine Wohnung. Und wenn wir mal nach Köln fuhren, hier zum Rhein spazieren oder mal zum Einkaufen, dann haben wir Renate dann gesehen. Da hatte sie ja noch die Wohnung. Ne? Ja, und dann kamen wir immer näher ins Gespräch, bis sie jetzt auch auf der Straße lag. Dann haben wir ja auch zusammengehalten, ne? Und aufeinander aufgepasst. Ja, ich bin seit März auf der Straße. Und seitdem sind das alles meine Kumpels hier. Man denkt dann, man kann den Kummer runterspülen, ne? Oder das Leid und Elend, was man so nennt. Aber nächsten Morgen, wenn man aufsteht, ist dasselbe ja wieder. Ne? Oder man hat einen dicken Kopf. Die Normalbürger gaffen aus sicherer Entfernung. Und sie gehen den Obdachlosen aus dem Weg. Beim Bahnhof, da gucken sie ja wie verrückt. Und dann kriege ich die Wut. Wenn die sie doch stehen bleiben. Wenn sie nur so gucken, ist ja egal, ich würde ja auch gucken. Aber bleiben stehen, gucken, gehen weiter, drehen sich noch mal um. Und halten sich da. Und unterhalten sich dann über uns. Oh, da muss ich manchmal mich selber am Riemen reißen. Viele empfinden Berber als Bedrohung. Dabei ist es umgekehrt. Wer kein Zuhause hat, ist schutzlos. Gut, wenn man jetzt mit mehreren nebeneinander liegt, ist besser, als wenn man jetzt nur zu zweit liegt, ne? Denn ich kann mich nicht wehren so schnell mit der Krücke, bis ich hoch bin. Ja, und so wieder Werner alleine. Und da sind drei Mann, da kommt keiner gegen an. Werner Sutschet und Ilse Husmann sind seit 9 Jahren ein Paar, haben zusammen gewohnt, bevor sie obdachlos wurden. Ich hab ja, das ist ja klar. Was für ein Traum, eine ganz kleine Wohnung, gemütlich. Man kann wieder regelmäßig kochen. Und wenn da nur anderthalb Zimmer wird, wäre mir egal. Ilse Husmann bekommt wöchentlich 118 Mark Sozialhilfe. Weit kommt sie mit dem Geld nicht. Wenn Ilse etwas getrunken hat, hat sie den Mut zu betteln. Aber hätten Sie vielleicht 20 oder 30 Pfennig für mich, damit ich auf Toilette gehen kann? Ach, die hoffentlich haben. Sehen Sie, es gibt doch hier wieder wunderschöne Leute. Ich habe auch schon gedacht, jetzt, wo ich obdachlos bin, das geht nicht mehr. Ich war schon so weit, ich hätte mir das Leben nehmen können. Ehrlich. Dann habe ich gedacht, nein, denk an deine Mutter. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, von irgendwo, da kommt ein Lichtlein her. Ilse Achilles ist aus Pakistan geflohen. Das sollte für sie, nach dem Willen ihres pakistanischen Mannes und ihrer Kinder, die neue Heimat werden. Gleich nach der Werbung mehr. Ilse hat einen pakistanischen Mann geheiratet, hat mit ihm lange in Saudi-Arabien gelebt. Dort sind 3 Kinder auf die Welt gekommen. Sie sind nach der Station Saudi-Arabien nach Berlin zurückgegangen.
Und von Berlin aus haben Sie einen Urlaub in Lahore gemacht, der Heimatstadt Ihres pakistanischen Mannes. Und dort hat die Familie beschlossen, dass dies nun die Heimat für die Familie Butt Butt sein soll. 5 Jahre lang hat dieses Dilemma gedauert. Frau Achilles ist nach Berlin, hat nach Berlin fliehen können. Die beiden Kinder, alle 3 Kinder, sind zuerst in Lahore geblieben. Ein Sohn konnte später zurück nach Berlin. Das Ganze hat 5 Jahre gedauert. Frau Achilles, erstmal die Frage an Sie, was war das Schlimmste daran für Sie? Was waren die größten Ängste? Das Schlimmste war mit Sicherheit das Gefühl des Ausgeliefertseins. Das Gefühl, ich bin gefangen. Wir sind alle dort gefangen. Es muss also wie Kriegsgefangenschaft gewesen sein. Völlige Unfreiheit, kein Pass, nicht entscheiden zu können oder noch nicht mal absprechen zu können mit jemandem, lass uns das so machen, lass uns das so machen, sondern verwaltet zu werden. So ist es. So ist entschieden. Über absolut handlungsunfähig. Richtig. Das war sicherlich für mich das Allerschlimmste. 5 Jahre lang haben Sie dann getrennt gelebt, Meriam Butt. Sie haben in Lahore gelebt, während Ihre Mutter in Berlin war. Mhm. Was war in dieser Trennung das Schlimmste für Sie? In der Trennung war das Schlimmste, dass ich auf einmal ganz auf mich allein gestellt war. Dass ich also alleine in einem fremden Land, also das mir zuerst völlig fremd war, dass ich da völlig auf mich allein gestellt war und auf meine Geschwister auch mit aufpassen musste. Und ich weiß noch, dass meine erste Reaktion, als mein Vater meinte, ihr bleibt jetzt alle hier, war, aber nicht doch. Ich hab doch gerade angefangen, mich in Deutschland einzuleben. Wir waren ja lange Zeit in Saudi-Arabien und ich hatte eben gerade das Gefühl, dass ich jetzt gerade in Deutschland konnte ich wieder zurechtkommen. Ich wusste, wo es lang ging. Ich wusste, das wird jetzt mein Zuhause. Und alles nochmal von vorne anfangen, also das war mir dann in Lahore, das wollte ich dann nicht. Das war am Anfang war es das Schlimmste. War denn, wie weit war die Hoffnung da? Das heißt, dass sich der Zustand schnell verändern würde? Die Hoffnung war sehr groß. Also wir haben dann immer gehofft, dass wir meinen Vater dazu überreden, dass es jetzt doch nicht geht, dass wir hier jetzt in Lahore bleiben, dass wir dann doch zurück nach Deutschland müssen. Wir müssen ja wieder zurück in die Schule und wir wollten da unser Leben weiterleben. Und die Hoffnung war groß, dass sich das innerhalb von ein paar Monaten legt. Hm. Dass das so ein Zwischenstadium ist. Das war für Sie wahrscheinlich auch der Antrieb, überhaupt noch Hoffnung zu haben, oder? Ja, ich habe natürlich eine Menge gemacht. Also habe mich ans Auswärtige Amt gewandt oder habe an den internationalen Sozialdienst geschrieben. Ich habe also sehr viele Aktivitäten entwickelt. Ich glaube, ich habe diese Zeit überhaupt dadurch nur durchgestanden, dadurch, dass ich so aktiv gewesen bin und immer wieder neue Hoffnungsquellen angezapft habe. Finden Sie das beide nach wie vor richtig, dass Sie die Möglichkeit genutzt haben, nach Berlin zurückzugehen und die Kinder da lassen mussten? Ja, ich finde das völlig richtig. Ich habe das auch damals für richtig empfunden. Denn nur so gab es dann noch eine Hoffnung, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Denn also wenn wir jetzt alle in Pakistan gewesen wären, das wäre jetzt das Ende gewesen. Also Pakistan hätte die neue Heimat werden müssen, sofort. Sie ist dann für mich eine Heimat geworden am Ende. Aber das war dann in der ersten Zeit noch nicht so klar. Haben Sie sich Vorwürfe gemacht, dass Sie geflohen sind, Ihre Kinder alleine gelassen haben? Also ich bin nicht richtig geflohen, ich bin richtig offiziell ausgereist. Ja? Also ich durfte dann mit Genehmigung der Familie... Wir sagen nur mal für die Zuschauer, ein Fluchtversuch ist gescheitert. Richtig, ja. Also ich durfte dann schon mit Genehmigung der Familie nach Deutschland ausreisen, aber meine Kinder mussten eben da bleiben. Ich finde das richtig, dass ich das gemacht habe, aber ich habe deswegen immer Schuldgefühle gehabt. Ja? Also ich habe auch immer gefürchtet, dass die Kinder meinen, ich hätte sie im Stich gelassen. Und wir haben eigentlich... später, speziell als wir dieses Buch geschrieben haben, das auch immer wieder zum Thema gemacht. Also das war für mich auch so wichtig, die Bestätigung von Ihnen zu kriegen, dass Sie sagen, nee du, wir haben gemeint, du bist für uns der Platzhalter irgendwie in Deutschland. Wenn mal was schief geht, du bist da oder so. Mhm. Wir haben das Stichwort Heimat hier. Miriam, könnten Sie sagen, was für Sie Heimat ist? Im Augenblick ist für mich Heimat ein sehr schwerer Begriff. Also denn ich fühle mich immer da zu Hause, wo ich jetzt gerade eine Zeit lang gelebt habe. Also im Augenblick fühle ich mich sehr in den USA wohl. Und wir müssen dazu sagen, da haben Sie studiert, ja, auch mit Ihrer Schwester. Der Sohn ist in Berlin, beziehungsweise in München jetzt inzwischen bei Ihnen. Aber ich habe eigentlich immer noch Heimweh nach Pakistan. Ich habe auch Heimweh nach Deutschland irgendwie. Als ich das erste Mal wieder in Deutschland war, als ich eine deutsche Telefonzelle gesehen habe, das war irgendwie das Schönste, denn in Pakistan gab es keine. Ich habe also immer noch
auch nach Saudi-Arabien, wo ich dann aufgewachsen bin, habe ich immer noch Heimweh. Und ich denke immer, ich möchte da gerne zurück. Also weiß ich jetzt nicht im Augenblick, was genau Heimat ist. Ich gehe jetzt davon aus, dass immer da, wo ich mich jetzt niederlasse, das wird dann Heimat sein. Eine letzte Frage. Sie, wie ist Ihre Beziehung zu Ihrem Vater? Gibt es da so das Bedürfnis abzurechnen, weil er Sie da unten fast gefangen gehalten hat? Ich habe ein sehr großes Bedürfnis, mit ihm abzurechnen, aber das ist jetzt ein bisschen zu spät. Also es ist jetzt so viel Zeit vergangen, dass ich das gar nicht mehr kann mit ihm. Also wir haben jetzt so viel miteinander erlebt, dass ich gar nicht mehr abrechnen kann, aber ich habe es immer noch. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit dazu. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren. Und die Odyssee der Familie Achilles, vielmehr Ilse Achilles und der beiden Töchtern, ist in diesem Buch aufgeschrieben, 6000 Kilometer Sehnsucht. Wie ich finde, ein sehr reflektiertes Buch, geschrieben von der Mutter und den beiden Töchtern. Ich möchte mich erinnern, so läuft ein Film an, der an der Filmhochschule in Los Angeles gemacht wurde. Darin geht es um eine Asiatin, die aus Laos vor dem Bürgerkrieg geflohen ist. Ihre Geschichte von Flucht und Verfolgung, von der neuen Heimat Los Angeles, erzählt sie auf sehr ungewöhnliche Weise. Sie stickt ihre Bilder und hofft, dass die Jungen die Erinnerung wachhalten werden. I want to remember everything. Born in the mountain. When I was remember the country not good, and I carry my clothing, my blanket, my food, go out the house every night. Because the midnight, the communists, they came to the house. They took the wife and children safely. If we safely, we never come back together anymore. We have to die somewhere. And then we came here, and we so afraid. We always wrong way. When we go shopping, we have to take a lot of time to look around and cry. So I decide maybe we carry some rock or leaf. We turn left, we put one on the corner. When we turn right, we put one on the corner. So after that, we not wrong way anymore. When we wait for the bus to take the children to school, we never check the number bus. We just saw the yellow bus came over and we opened and put children in. And children run the bus every day. The children now go to school. Sometimes we wait for the children come back from school. We saw the yellow bus came over and we opened, no children inside. And we cry, why today my children not come home? Where they go? And we cry a lot of time. But later on, we know the bus is yellow, but the number bus is not the same.
1975, the communists, they followed by airplanes to shoot the Hmong people. We cannot stay in the mountain with the communists. So we tried to cross the Mekong to Thailand. And the communists, they stopped the boat everywhere. In our country, we don't have the red light or yellow light, green light. We can go everywhere by ourselves. But this country, we don't know how to read the sign on the street. And if we wrong way, we don't know how to ask somebody to help. I worry about my little girl. My children, they don't want to learn. They say that my little girl is no money. 1 hour, maybe 30 cents or 40 cents per hour. So they go to work, 1 hour, $4. It's much better than my little girl. When I was 5 years old, I learned from my mom. So I have to keep my needle forever. Das war Dida, die erste Staffel. Vox geht ins Sommerprogramm. Ob wir danach wieder eine Heimat finden werden für Dida, Zuversicht ist alles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss. Go.